Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia, The Sands of Time. Ja, wir sind immer noch am Speicherpunkt, wo wir auch letztes Mal aufgehört haben. Vor allem spreche ich jetzt eigentlich sächsisch. Ich muss es ja euch gestehen, ich komme eigentlich aus dem Ausland. Ich wurde im Osten geboren. Ja, da ihr dieses Video aber erst seht, nachdem das 500er Abonnenten-Special raus ist, tangiert mich das nicht weiter, dass ihr das wisst, weil ich denke, da wird sowas auch gefragt worden sein. Ja, warum spreche ich davon, als wäre... Hätte ich das noch gar nicht aufgenommen, weil es so ist. Ich habe es noch nicht aufgenommen, ich werde es aber heute Mittag, Nachmittag, spät abends, keine Ahnung, irgendwie so eine Mischung aus allem aufnehmen. Und ich freue mich drauf, ich bin gespannt, wie es laufen wird. Na komm, mein Kleiner, jetzt... Hoppala! Ja, geht doch. Ja, ich bin gespannt, wie es ablaufen wird. Und viel neugieriger bin ich, was... Moment, bin ich jetzt neugierig, was ist da oben, oder bin ich neugierig, was ist da unten? Ich bin erstmal neugierig, was ist da unten. Ja. Ich glaube, das ist die richtige Wahl. Ich hoffe es. Bitte lass es die richtige Wahl gewesen sein. Ja, es war die richtige Wahl. Ja, zum Teil mag mich die Kamerasteuerung auch nicht, aber eigentlich... ist sie sehr, sehr gut, sehr, sehr schön und sehr, sehr übersichtlich. Außer man läuft hier so zwischen so einer Szene immer wieder hin und her. Dann kann es mal vorkommen, dass sie ihm so ein bisschen nervig sein kann. Aber nur so ein bisschen und zwischendurch. Und ja. Und ich bin gerade voll im Aufnehmen-Wahn, Leute. Ich habe voll Bock aufzunehmen, deswegen nehme ich alles auf, was mir unter den Finger kommt, so in etwa. Könnt ihr euch das vorstellen? Wo sind wir jetzt gelandet? In einem nächsten Teil des Gebäudes, wo wir auch nur in eine Richtung können. Na, erstmal wieder ein bisschen rauszoomen. Ich mag das nicht, wenn es so nah dran ist. Und da hinten ist es dunkel. Und Dunkelheit bedeutet, wir sind... Wo sind wir jetzt hier? Oh mein Gott, was ist das für ein Ort? Ja, was zum... Genau, du sagst es. Ist hier jemand? Jemand zu Hause? Ich glaube, ich bin nicht mehr in Azad. Wie kommst du denn darauf? Wasser. Genau, Wasser trinken. Janaya. Ja. Oh mein Gott, was ist passiert? Das war auch ein kleiner Geheimraum, mehr oder weniger. Also der erste Raum ist öffentlich zugänglich für jeden, der daran vorbeiläuft. Er hat unsere Lebensleiste etwas verlängert. Und wie ihr seht, ist das Loch dadurch auch verschwunden. Weswegen wir da keine Möglichkeit haben, wieder ranzukommen. Und ja, toll. Bin doch super gesprungen, oder Leute? Das Wunder, welches mir in der Schatzkammer des Maharajas zufällig widerfahren war, konnte ich nach Belieben auslösen. Mit einem kleinen Schalter am Schaft des Dolches konnte ich die Zeit zurückdrehen. So wie es dir beliebt, ja. Und ihr habt zwar gerade gesehen, wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht, guck nur noch mal hier so und lauf noch mal ein bisschen im Kreis. Nein, und zwar, wir müssen hier runter. Ja, sieht man aber auch nur, wenn die Kamera an sich von so oben ist. Ansonsten würde man hier immer wieder dran vorbeilaufen und dran vorbeilaufen. Und da ist sie. Gebt mir den Dolch. Können wir nicht. Wer seid ihr? Ich bin Farah, Tochter des Maharajas, den ihr den Dolch gestohlen habt. Das ist euer Werk. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen. Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Neuer Gegnertyp, Skarabäen. Skarabäen mochte ich schon in der Mumie. Und wir sind sauer auf die Skarabäen. Denn sie haben uns eine tolle Liebesnacht zerstört. Ja, Skarabäen, über die Viecher kann man leider nicht drüber hinwegspringen. Aber was auch alles hier nicht weiter schlimm ist. Denn sie haben auch nicht wirklich eine Abwehr. Das Einzige, wovor wir aufpassen müssen, ist halt eben, dass wir nicht getroffen werden. Aber auch selbst das ist eigentlich hier egal, da da vorne ein Brunnen ist. Und Brunnen bedeutet Wasser. Und Wasser bedeutet Heilung. Nun erinnerte ich mich an sie. Seit wir Indien verlassen hatten, war sie da. In der Wüste fühlte ich ihre dunklen Augen auf mir. Sie und ich. Die zwei einzigen Überlebenden. Mit dem Visier. Verzeiht. Wir
waren drei. Moment mal, sind wir hierher gekommen? Nein, hier ist nochmal eine Gaswolke, wollte ich sagen. Eine Sandwolke. Ja, jetzt war ich erstmal verblüfft. Baff. Aber es geht hier noch hoch. Und wenn es hoch geht, geht es hoch und wir sind ja neugierig. Weil ich habe keine Lust, die F-Taste zu drücken. Nein, wir gucken uns lieber sofort um. Was könnte da wo wie sein? Ja. Ja, das sieht nach einem interessanten, langen, mehrstöckigen Weg aus. Mit zwei Sandhaufen, die ich eben gerade gesehen habe. Warum zeigt er uns auf das Bücherregal? Das hat einen ganz einfachen Grund, den ihr gleich erst sehen werdet. Aber was ist hier draußen los? Noch ein Level. Oder? Die Sanduhr. Was? Ich verstand nicht die Bedeutung dessen, was ich sah. Aber ich wusste, mit Sicherheit hatten diese Kreaturen einen Meister. Der Mann, der mich dazu brachte, die Sanduhr zu öffnen, hatte seinen Willen. Ja. Aus irgendeinem unbekannten Grund begehrte er den Dolch und würde nichts unversucht lassen, ihn zu besitzen. Nun, ich wollte ihm geben, was er begehrte, und den Dolch in seinem verräterischen Herz versenken. Kann ich nachvollziehen. Ja, wir haben jetzt hier einen kleinen Seitenweg gefunden. Wir können nicht nach rechts gucken, weil da macht er mal so. Spackt er mal ein bisschen rum. Warum? Keine Ahnung. Mir gefällt das eben gerade nicht ganz so. Und da müssen wir lang. Also erstmal hier hochklettern. Und dann wupp darüber. Und wupp darüber. Und ja, diese Stellen werden später noch erschwert, indem diese wundertollen Säulen dann auch mal zwischendurch der Meinung sind, auseinanderzubrechen. Oder wir einfach der Meinung sind, einfach mal in den Tod wieder zu springen. Intelligent, oder? Ja. Naja, sowas könnte ja nur von mir kommen. Natürlich musste so etwas von mir kommen. Na? Gehst du jetzt bitte da hoch? Danke. Dann laufen wir jetzt da runter. In der Hoffnung, dass uns das nicht killt, aber es killt uns. Oh, verdammt, Leute. Das wird ein spaßiges Let's Play. Ja, ich sag ja, den Dolch werde ich sehr oft benutzen. Muss ich mich einfach fallen lassen? Ach, gucke ich jetzt einfach nochmal mit F. Ich glaube, mich entsinnen zu können, dass ich da gar nicht so hinkomme. Aber ich bin mir jetzt echt unsicher. Verdammte Scheiße, wie komme ich denn da nochmal hin? Ich glaube, wir müssen so springen. Nein, auch nicht. Oh, 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 Leute, Leute, Leute von heute. Wie war denn das nochmal? Obwohl, wenn es von der Seite nicht geht, probieren wir es einfach von der anderen Seite, oder? Tja. Naja, wenn es einfach nicht geht, machen wir uns so schwierig erstmal. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Du sollst dich da hochstemmen. Na, dann lass es halt eben bleiben. So, damit wir hier nämlich nochmal rüberkommen. Und web. Und den ganzen Weg dürfen wir jetzt wieder zurückgehen, da ich falsch gelegen habe. Aber Leute, das Zurückgehen, beziehungsweise wie ich gleich zurück bin, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin Hello986, wir spielen Prince of Persia, The Sands of Time. Bis gleich. Dann irgendwann. Bye.